Hallo Mova-Fans, heute gibt es mal wieder was Neues bei mir auf der Anlage oder besser gesagt, ich sage es jetzt mal ganz einfach ausgedrückt aus meiner Rumpelkammer, weil es ist ja hier alles noch ganz furchtbar, aber es gibt immer wieder kleine Schritte nach vorne und es geht heute um eine neue Ludmilla, die ich mir zugelegt habe und zwar von der CTL Logistik. Die fährt zwischen Polen und auch manchmal an der tschechischen Grenze. Ja, und ich fand das Modell von Pico einfach schön und das musste jetzt einfach sein. Und da mache ich euch jetzt mal ein paar Fahrrunden und ein paar kleine kurze Ausschnitte. Und ich zeige euch auch dann meine Unterführung. Da gibt es auch wieder kleine Fortschritte. Lasst euch überraschen. Viel Spaß beim Ansehen.
So, hier möchte ich euch jetzt noch mal kurze Einblicke in meine Unterführung geben. Ich habe jetzt hier links und rechts schon mal Beleuchtung eingebaut. Es ist leider LED und es flackert etwas, aber das sieht man natürlich nur im Film. Jetzt im normalen Zustand kann man das nicht sehen. Hier sind noch keine Bürgersteige, nichts verbaut. Ich finde, das ist mir eigentlich sehr gut gelungen. Und hier geht die Brücke drüber. Also es sind zwei Brücken. Und der hintere Teil, da kommen auch noch Brücken. Ja, und ich finde, das macht sich eigentlich ganz gut. Ja, und diesen Steinpflaster-Effekt, da habe ich hier ein ganz normales, das sind so Trittschutz für Fußböden. Und hier, ihr werdet euch jetzt totlachen, aber mit dem Fleischklopf. Das funktioniert super. Einfach draufhauen und mehrmals rauf, runter, rauf, runter. Und dann mit Farbe und man hat denselben Effekt. Das ist eine günstige Möglichkeit, eine schöne Straße zu bilden. Und man sieht ja den Effekt dann. Und es sieht dann aus wie so altes Straßenpflaster. Ja, mir gefällt das. Ja, soweit mal wieder ein paar Neuigkeiten von mir. Und es gibt noch mal eine Lokomotive, aber die stelle ich euch erst beim nächsten Mal vor, wenn es wieder kleine Fortschritte gegeben hat. Also bis dann, macht es gut und tschüss.